Das ist der Übergang zu einem weiteren großen Kapitel der elektronischen oder, soweit nur Sprachklänge benutzt werden, der Tonbandmusik, nämlich zu dem Kapitel Musik und Sprache. Ende 1960 bis Anfang 1962 entstand mein Stück Epitaph für Aikichi Kubuyama, das ist der japanische Fischer, der 1954 das erste Fernopfer des Atomzeitalters wurde. Diese Komposition verwendet keine elektronischen Klänge. Das Material des Stückes besteht ausschließlich aus der einleitend gesprochenen Grabinschrift, die Günther Anders ins Deutsche übertragen hat. Deshalb heißt die Gattungsbezeichnung des Stückes Komposition für Sprecher und Sprachklänge. Im sehr komplexen Klangspektrum des Wortes sind Vokale im Allgemeinen durch die Angabe von zwei Formantbereichen charakterisiert. Stimmhafte Konsonanten nähern sich den Vokalen. Dazu gehören die Vibranten LMN, also L, M, N. Wesentlich breitere Formantbereiche infolge der Geräuschbeimischung haben die Zisch- und Reibelaute. Bei den Explosivlauten K, P, T, also K, P, T, erstreckt sich das Spektrum über den ganzen Hörbereich. Wenn ich einen solchen Explosivlaut wie T oder K stationär mache und erheblich verstärke, erhalte ich das sogenannte weiße Rauschen. Es gibt verschiedene Methoden, einen ganz kurzen Laut in Permanenz erklingen zu lassen. Ich nenne hier das Verfahren der Klangerzeugung mittels Buchstabeniteration. Dabei steht das Band still, es dreht sich ein den Klang abnehmender Rotierkopf. Auf diese Weise kann jeder Vokal, jeder Konsonant beliebig lang gemacht werden. Es war ein weiter Weg von den ersten Versuchen mit gesprochenem Wort bis zu den ersten brauchbaren Ergebnissen. Dabei fand ich wertvolle Unterstützung und Anregung bei Werner Meyer-Eppler, dem 1960 gestorbenen Direktor des Instituts für Phonetik und Kommunikationsforschung der Universität Bonn. Von welchen Überlegungen wir ausgingen, möchte ich jetzt an einem vor Jahren aufgenommenen Gespräch zwischen Meyer-Eppler und mir über informationstheoretisch-akustische Fragen, insbesondere über das Verhältnis von Musik und Sprache zeigen.